Hallo, heute möchte ich ein Video machen zum Thema Angst. Angst ist ein Thema, was ganz viele Menschen kennen. Wir kennen alle die natürlichen Ängste, also die Angst, wenn ein Auto auf uns zugerast kommt oder wenn wir auf etwas raufgeklettert sind, was ziemlich hoch ist und auch für uns gefährlich, haben wir alle diese natürliche Angst, die uns schützt vor falschen Entscheidungen und das, die uns einfach sagt, oh, hier musst du aufpassen, dein Leben ist in Gefahr. Diese Ängste wollen wir haben, diese Ängste sichern unser Überleben. Es gibt aber auch viele Menschen, die extreme Ängste haben, überschießende Ängste und davon wirklich gebeutelt sind. Ihr Leben ist eingeschränkt, ihr privater Radius ist eingeschränkt, manche trauen sich nicht mehr aus dem Haus. Viele meiner Klienten kommen mit dem Satz, ja, mein Therapeut hat gesagt, ich muss lernen, damit zu leben. Ich muss lernen, die Ängste zu kontrollieren. Ich muss lernen, die Situation vorauszuschauen und einfach danach zu handeln. Meine Erfahrung ist, Angst ist viel, viel kräftiger als Kontrolltechniken. Und in Stresssituationen und wenn diese Angst, die ja meist eine Todesangst ist, hochkommt, haben wir keine Möglichkeit, diese zu kontrollieren. Kann man denn Ängste loslassen? Ja, meine Erfahrung ist, man kann Ängste loslassen. Wie kann man das? Ja, indem man zum Beispiel mit der Hypnose arbeitet. In der Hypnose haben wir die Möglichkeit, direkt mit dem Unterbewusstsein zu kommunizieren und dahin zu gehen, wo die Ängste sind. Vielleicht in die auslösende Situation, wenn es die gibt. Zum Beispiel, wenn eine extreme Hundeangst vorliegt und das Kind vielleicht früher mal gebissen wurde vom Hund, dann können wir in die erste Situation zurückgehen, die Angst auflösen und so aus dem Körper, aus dem Energiesystem rauslösen. Warum ist das wichtig, dass wir da nochmal hingehen? Es ist wichtig, wenn wir diese Energien wirklich aus dem Körper rauslösen wollen, wenn es wirklich gelöst werden soll, dann ist es extrem wichtig, nochmal reinzuspüren und dieser Angst einfach den Raum zu geben. Es gibt aber auch Ängste, die entstanden sind durch verschiedene Situationen, vielleicht ausgelacht in der Schule, von den Eltern bloßgestellt, vom Chef schikaniert und von den Kollegen gemobbt. Das sind dann solche multifaktuellen Ängste, oder sie aus eben ganz vielen verschiedenen Faktoren entstanden sind. Auch da kann man dran arbeiten, auch da kann man in verschiedene Situationen reingehen und das mehr und mehr lösen. Ein wichtiger Punkt ist auch, die Angst nicht als Feind zu sehen. Die meisten Menschen, die Ängste haben, sehen die Angst als einen Widersacher an, etwas Böses, etwas, was ihnen die Freude am Leben verdirbt. Es ist wichtig zu begreifen, dass unser Unterbewusstsein diese Angst produziert, um uns zu schützen. Zu schützen vor einer Situation, die vielleicht mal da war oder in ähnlicher Form, sodass das Unterbewusstsein gesagt hat, oh, da muss ich aufpassen, da muss ich dich schützen. Darum ist es wichtig zu gucken, brauche ich diesen Schutz noch? Kann ich mich selber schützen? Darf das Unterbewusstsein jetzt eine neue Strategie finden, ein neues Muster, eine neue Art zu handeln? All das ist möglich in der Hypnose. All das können wir schaffen. Nicht in jedem Fall, wie bei jeder Therapie, aber wirklich häufig. Also gerade bei Angstpatienten hat die Hypnose einen sehr, sehr hohen Effekt und auch oft einen sehr schnellen Effekt. Aktuell habe ich eine Patientin und die hat gesagt, ihr Therapeut hat gesagt, sie muss 40 Mal in diese Angstsituation reingehen, komplett durchleben und dann wird sie diese Angst los sein. 40 Mal. Sie sagt, ein Panikanfall dauert zwischen 40 Minuten und 1, 2 Stunden. Stell dir mal vor, dass du das machen sollst und du darfst es nicht unterbrechen, weil dann würden diese 40 Male immer wieder von vorne anfangen. Was für eine Last, was für ein psychischer Brocken. Und da ist es doch viel einfacher und viel sanfter, begleitet durch die Angst zu gehen, in einem sicheren Raum, mit einem Therapeuten, der dir hilft, der für dich da ist und dich durch die Angst begleitet. Wenn auch du unter Ängsten leidest und vielleicht Fragen dazu hast oder du jemanden kennst, vielleicht dein Kind, dann bist du willkommen, einfach mich anzuschreiben oder mich anzurufen. Gerade mit Jugendlichen habe ich sehr, sehr viele Erfahrungen und richtig gute, gute Ergebnisse. Ich wünsche dir alles Liebe und denk dran, du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben.